du platt wärst. Stehen Sie mal die Mützen, ja? Ja, das ist gut. Ja, ihr braucht ja keine überreichen. Außerdem, glaube ich, hast du eh genug von den Mützen, oder? Ich hab welche davon, ja. Sehr schön. Über deine Rennen haben wir schon gesprochen. Deine Karriere war einmalig. Ein Rennen, das du hervorheben würdest, ein ganz besonderes von dir, oder fällt dir spontan die von der Karriere ein? Ja, da fallen mir natürlich schon mehrere ein. Also das ist jetzt ganz schwierig, da ein Spezielles rauszufinden. Mein, klar, jeder Weltcup-Sieg, jede WM-Medaille, jede Goldmedaille, natürlich Olympiasiege, das hat... Ja, es ist ganz schwierig, da zu sagen, was war jetzt mein perfektestes Rennen. Ich würde einfach sagen, meine Karriere war insgesamt sehr, sehr gut und sehr perfekt. Und ich habe das Glück gehabt, sehr viele tolle Rennen laufen zu können und ganz oft im Ziel zu stehen und zu jubeln. Und dafür bin ich dankbar. Absolut. Ich schaue mal gerade ein bisschen in die Runde. Es regnet fast nicht mehr. Also ihr merkt schon, das Wetter ist uns wenigstens heute auch hold. Das ist sehr, sehr schön. Viele, viele Gäste haben wir heute auch noch hier, mit denen wir noch sprechen wollen. Ich muss mal ein bisschen nach rechts rüber schauen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dadurch, dass wir ja das Fernsehen da haben, noch eine Live-Schalte gleich haben, gucken wir mal so ein bisschen auf die Zeit und auf die Uhr. Aber wenn Martin Breitkopf vom Bayerischen Fernsehen noch so macht, dann passt das noch alles wunderbar. Welche privaten Ziele hast du denn jetzt eins gesteckt? Das ist nicht, was du machen möchtest. Wir wollen jetzt auch nicht in dein Privatleben reingucken, also, sondern im Prinzip, wenn wir was möchtest, ist einfach mal so machen, was du vorher als Biathletin nicht konntest. Ach, ich weiß gar nicht. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich Gott sei Dank den Sport und das Private immer ganz gut trennen konnte und dass ich trotzdem von meinem Privatleben noch sehr viel hatte. Also auch wenn ich viel unterwegs war, klar muss man da Abstriche machen, aber ich konnte auch relativ ein relativ normales Leben führen. Was sicherlich schön